Wohl kaum ein Ereignis hat die Muslime in den letzten Tagen so sehr beschäftigt wie das schwere Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Und wie immer bei solchen Ereignissen ergeben sich eine Reihe von Fragen daraus. Allen voran die Frage, warum ist das passiert? Und bei der Frage geht es nicht darum, zu hören, wie es mit der Plattentektonik funktioniert. Die Frage bedeutete eigentlich, warum hat Allah das zugelassen? Diese Frage wurde mir häufig zugeschickt. Warum hat Allah so etwas zugelassen? Und das hat mich sehr beschäftigt. Nicht die Frage an sich, sondern dass sie so oft gestellt wurde. Ich habe mir Antworten darauf angeschaut, die andere gegeben haben. Was die Weisheiten dahinter sind, wie man das Gute in schweren Situationen sieht. Und allgemein findet man darüber viel in unserer Religion. Aber je mehr ich davon gehört habe, desto mehr habe ich angefangen, mich zu schämen. Denn es kam mir so vor, als müssten die Prediger Allah verteidigen. Als wären die Prediger die Anwälte Allahs, die den Schöpfer verteidigen müssen gegenüber der Schöpfung, die gegen ihn Anklage erhebt. Als würden wir den Schöpfer zur Rechenschaft ziehen. Als gäbe es irgendwann in der Zukunft mal einen Tag, wo er uns zur Rechenschaft zieht. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Als wären wir die Herren, vor denen sich der Sklave rechtfertigen muss. So kam es mir vor. Allah schuldet uns nichts. Rein gar nichts. Auch keine Erklärung. Warum er etwas tut oder warum er etwas geschehen lässt, das gehört zum Verborgenen. Und ich finde es tatsächlich anmaßend, wenn ich höre, wie einige sagen, das war eine Prüfung Allahs für diejenigen, die Allah liebt. Und wiederum andere sagen, das war eine Strafe Allahs für diejenigen, die sich von Allah entfernt haben. Hat Allah euch das mitgeteilt? Hat er euch dargelegt, warum er das getan hat? Man kann ganz allgemein etwas dazu sagen. Und zwar, dass diese Welt nicht zum Genießen gedacht ist. Dafür wurde sie überhaupt nicht erschaffen. Das Leben hier in dieser Welt, das hat leichte und schwere Phasen. Glückliche und traurige Momente. Es hat solche Momente, die man leicht verkraftet und auch solche Momente, in denen man denkt, dass die ganze Welt über einem zusammengestürzt. Das gehört zum Leben. Das ist diese Welt. Es gibt eine Welt ohne all das. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer. Aber die gibt es nicht hier. Die gibt es woanders. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir diese Welt irgendwie vergessen.